Herr Gröll, du bist aus dem Zillertal auf Schwarzhausen gefahren, auf die Bezirkshauptstadt. Zum ersten Mal beim Silberlauf dabei? Nein, ich war schon das zweite Mal dabei. Letztes Jahr bin ich Halbmarathon gelaufen. Deshalb bin ich nur die Staffel gelaufen, unter Anführungszeichen. Aber die Saison ist so schwer und so lang, dass du einfach Mitte Oktober, Ende Oktober trainiert bist. Mit dem Jonathan Wyatt viel gekämpft heuer? Ja, natürlich international ist natürlich sehr, sehr schwer. Und deswegen war das auch der Grund, dass ich nur die Staffel laufe. Weil ich einfach müde bin, körperlich. Wer war der Partner bei der Staffel? Ja, Zillertal, einer der besten Marathonläufer in Österreich. Der Fankhauser Peter, der auch schon den Marathon in 2024 läuft. Und seid ihr zufrieden mit dem Resultat? Ja, jetzt haben wir zwei Rosenheimer geschlagen, aber summa summarum waren wir sehr zufrieden. Die Strecke ist euch entgegengekommen, die war ja heuer etwas anders. Genau, ich habe mit Peter geredet, mit dem Veranstalter. Mir gefällt das persönlich viel, viel besser, die Strecke. Weil einfach gebündelt alles im Stadion ist. Die Zuschauer können die Läufer zweimal sehen. Und es fällt ja das ganze Transfer nach außen hin zu der Brücken weg. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen.